China die erste Atombombe. Das Reich der Mitte sieht sich jetzt auf Augenhöhe mit der Sowjetunion und Amerika. Seinen Rivalen Chruschtschow kritisiert er, einem Nuklearkrieg ausgewichen zu sein. Mit einem Paukenschlag meldet sich Mao im Juli 1966 wieder auf der politischen Bühne zurück. In der Badehose. Der große Steuermann schwimmt im Yangtze, dem mächtigsten Strom Chinas. Er war ein Meister der Inszenierung. 6 Monate war er völlig von der Bildfläche verschwunden. Man hörte nichts, man sah ihn nicht. Die amerikanische Presse vermutete schon, dass er gestorben sei und dass das nicht verkündet werden sollte. Oder schwer krank. Und plötzlich erscheint er auf den Titelseiten aller Zeitungen und sieht aus wie das ewige Leben. Er war gerade im Yangtze geschwommen und sagte allen: Hallo, ich bin wieder da, Freunde. Ich bin fit und übernehme die Führung. Hey, folks, I'm here. And I'm in good shape and I'm in charge. Und Mao hat Großes vor. Um seine Widersacher im Politbüro zu beseitigen, spannt der Stratege diesmal die Jugend vor den Karren seiner Machtgelüste. Das Land kommt nicht zur Ruhe. 1966 ruft er zur großen proletarischen Kulturrevolution auf, die China erneut in Anarchie und Chaos stürzt und Millionen Opfer fordert. In Wandzeitungen ruft Mao die Jugend dazu auf, gegen die Autoritäten in Staat und Gesellschaft zu rebellieren. Man wusste zu wenig, wie das in China eigentlich zuging zu jener Zeit. Es gab immer wieder mal Berichte von Auslandschinesen, die nach Hongkong geflohen waren. Aber eigentlich wollte es auch niemand wissen. Das Gefühl, da passiert was ganz Ungeheures, eine kulturelle Revolution, eine Öffnung des Landes für die Entscheidungen der jungen Menschen gegen die Alten, alles das wirkte zunächst hier viel stärker. Und die eigentlichen Schrecken und die Millionen Opfer, die es da gegeben hat, die haben wir damals hier nicht wahrgenommen. Die Polizei hat Order, die Jugendlichen im Kampf gegen die sogenannten vier Alten, die alten Ideen, die alte Kultur, die alten Sitten und die alten Gewohnheiten, gewähren zu lassen. Auch Sidney Rittenberg ist von Maos neuer Kampagne überzeugt. Er hatte die Theorie aufgestellt, dass ohne Zerstörung nichts Neues entstehen kann. Wenn man eine wirklich neue Gesellschaft will, lass sie erst einmal alles kaputt machen, jeden stürzen. Dann werden sie anfangen, alles wieder aufzubauen. Mao lässt Millionen Jugendliche aus dem ganzen Land nach Peking kommen. Die Fahrt mit der Eisenbahn in die Hauptstadt ist kostenlos. Am 18. August nimmt Mao auf dem Tor des himmlischen Friedens ihre Parade ab. Ab 1966 sagte er öffentlich, dass China einen Imperator braucht. Und das war natürlich er. Um diese vielen Millionen Bauern zu führen, bedarf es einer kaiserlichen Autorität. Mao berauscht sich an der eigenen Bedeutung. Seine Worte und Zitate lässt er in einem kleinen roten Buch veröffentlichen. Die Auflage circa 1 Milliarde. Für die Roten Garden ist es Pflicht, die sogenannte Mao-Bibel jederzeit vorweisen zu können. Angeführt wird die Kulturrevolution von Maos Frau Jiang Qing. Auf ihren Befehl hin ziehen in den kommenden Monaten Millionen Jugendliche durch das Land und terrorisieren die Bevölkerung. Als Rote Garden haben sie es vor allem auf Gelehrte und die Kulturelite abgesehen. In wenigen Wochen plündern und zerstören sie allein in der Hauptstadt über 30.000 Wohnungen. Wenn die Chinesen verrückt werden, sagte mir ein alter Freund immer, dann werden sie richtig verrückt. Und da in China war sozusagen die elementare Kraft des Volkes und der Jugend brachte auf. So sah das zumindest von Weitem aus und zum Teil war es auch so. Aber dahinter steckte eben dann doch zum Schluss eine wahnsinnig harte politische Kampagne, bei der sie eben doch berühmten Pianisten die Finger gebrochen haben. Weil sie Professoren an der Universität 2 Jahre in Hühnerstall gesperrt haben. Das ist furchtbar. Eine Welle der Gewalt rast durchs Land. Nachbarn schwärzen einander an, Freunde liefern sich gegenseitig aus, Kinder denunzieren ihre Eltern.
Der gesellschaftliche Zusammenhalt bricht zusammen. Es herrschen Terror und Anarchie. Viele Menschen hatten große Angst. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Lehrer, bei dem nachts geklopft wurde. Er öffnete die Tür und wurde von zwei seiner Schüler erstochen. Der Krieg gegen die alte Welt fordert mehrere Millionen Tote. Die Kulturrevolution gehört zu den dunkelsten Kapiteln der chinesischen Geschichte. Für Mao sieht die Bilanz nach 3 Jahren Chaos, Tod und Zerstörung positiv aus. Seine Gegner sind entmachtet, er selbst steht wieder im Zentrum des politischen Lebens. Über das tatsächliche Ziel der Kulturrevolution hatte er alle getäuscht. Ich dachte, es sei eine lohnenswerte Sache und unterstützte sie, wo ich konnte. Ich habe nicht realisiert, dass Mao sie als Rambock nutzte, um seine Gegner zu stürzen. Als er merkte, dass er die jungen Leute nicht kontrollieren konnte, schickte er sie in die Dörfer. Das war dann das Ende. Später wird von einer verlorenen Generation die Rede sein. Der große Gewinner der Kulturrevolution ist wieder einmal Mao Zedong. Er hatte ja die Kulturrevolution auch deshalb geplant, weil er befürchtete, dass er früher oder später sterben würde und dass er, wie er das selber ausdrückte, einen Nachfolger für seine revolutionäre Sache brauchte. Insofern war die Kulturrevolution für ihn auch so etwas wie ein Labor, in dem sich der beste Politiker oder die beste Politikerin herausschälen würde, die dann in der Lage wäre, die Macht zu übernehmen. Maos designierter Nachfolger wird Verteidigungsminister Lin Biao, der Mao während der Kulturrevolution unterstützt hatte. Doch auch er fällt bald in Ungnade. Nach einem Streit um die Einführung des Präsidentenamtes kommt es zum Eklat. Lin Biao zeigt sich zum 1. Mai nur eine Minute und weigert sich, mit den Ehrengästen zu sprechen. Damit ist öffentlich, dass die Führungsriege uneins ist. Nach offizieller Darstellung plante Lin einen Staatsstreich, der jedoch aufgedeckt werden konnte. Bei seinem Versuch, in die Sowjetunion zu fliehen, sei er im September 1971 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, heißt es. Mao ist erneut einen Widersacher losgeworden. Mao, der große Zerstörer, baut auch im Ausland seinen Einflussbereich aus. In Kambodscha unterstützt er die Roten Khmer unter der Führung Pol Pots. Dessen Versuch, den Kommunismus nach chinesischem Vorbild einzuführen, kostet rund 1/4 der Bevölkerung das Leben. China unterstützte auch den kommunistischen Norden Vietnams, der seit 1965 von den Amerikanern attackiert wurde. Die Unfähigkeit, sich in Vietnam durchzusetzen, führt im Februar 1972 zu einer diplomatischen Sensation. Chinas Feind Nummer 1 auf Staatsbesuch in Peking. Präsident Richard Nixon übt sich in Entspannung und erkennt Chinas Rolle als Weltmacht an. Die USA werten Mao auf der Weltbühne auf. Henry Kissingers Geheimdiplomatie hatte für politisches Tauwetter gesorgt. Als einer der ersten deutschen Politiker besucht Franz Josef Strauß, der große Vorsitzende aus München, Mao im Januar 1975. Im selben Jahr kommt auch Bundeskanzler Helmut Schmidt mit Gattin Loki. Begrüßt wird er von Chinas zukünftigem Herrscher Deng Xiaoping, der mehrfach von der politischen Bühne verschwunden war und jetzt nach und nach wieder wichtige Funktionen übernimmt. Mao geht es zu diesem Zeitpunkt schon sehr schlecht. Er leidet an einer unheilbaren Nervenkrankheit und kann kaum noch sprechen. Wir wussten einfach alle, sogar wie Ausländer, die Chinesen erst recht. Warum das Mao schwer krank war, dass er immer kränker wurde, immer schwächer wurde, das war in den Monaten zuvor ganz deutlich geworden. Also dadurch waren sie vorbereitet.
Mao Zedong stirbt am 9. September 1976. Er wird 82 Jahre alt. Es kam dann eine Nachricht im Radio, in einer Stunde ein bedeutender Hinweis oder eine bedeutende Nachricht und so weiter und so fort. Und da wussten wir schon, das muss in die Richtung gehen. Und dann wurde die Musik immer ernster und so. Und dann wurde es bekannt gegeben. Und dann war eigentlich ein großes Schweigen in der Stadt. Es war eine ganz seltsame Stimmung. Es war kein Ausbruch von großer Trauer. Es war eine entspannte Stimmung. Erstmal, was würde jetzt passieren? Und dann das Gefühl, nun wird also das irgendwie organisiert und dahinter, hinter Maos Tod, sind jetzt die eigentlichen Kämpfe, wer Maos Nachfolge, wer Maos Macht übernimmt. Das war ganz deutlich. An Maos Leichnam verbeugt sich als erster Hua Guofeng, sein offizieller Nachfolger. Dann kommt die sogenannte Viererbande, die während der Kulturrevolution und bis zu Maos Tod große Macht ausübte. Ihr prominentestes Mitglied ist Maos Witwe Chiang Ching. Gemeinsam mit ihren drei Genossen kämpft sie um die Nachfolge. Sie versuchen, die Armee auf ihre Seite zu ziehen, doch der Plan geht nicht auf. Wenige Monate später wird die Viererbande festgenommen und zu langen Haftstrafen verurteilt. Maos Nachfolger Hua Guofeng hat gewonnen. Nach seinem Tod kam es zu einem Machtkampf zwischen den Fraktionen an der Spitze. Und in dem Durcheinander haben sie Mao nur mangelhaft einbalsamiert. Er war furchtbar eingeschrumpft. Es war kein schöner Anblick. Er war ein großer, stattlicher Mann. Und jetzt lag er zusammengeschrumpft im Mausoleum. Tausende stehen an, um dem toten Steuermann die letzte Ehre zu erweisen. Doch nicht jede Träne, die vergossen wird, kommt von Herzen. Kurz nach Maos Tod hatte man erst auch nur Trauernde gezeigt mit schwarzen, weißen Fähnchen, aber ernsten, geschlossenen Gesichtern. Und dann nach drei Tagen mit einmal waren da auch Frauen dazwischen, die weinten. Und dann wusste man, aha, jetzt ist sozusagen das Weinen genehmigt worden. Also die private Trauerausbrüche sind jetzt zugelassen. So änderte sich das Klima, aber man wusste immer, das war natürlich Regie gelenkt. Noch immer gilt Mao seinen Landsleuten als großer Revolutionär und Philosoph. Die Kommunistische Partei ehrt ihren Gründer auch heute noch als bedeutenden Staatsmann, obwohl er das Leben von geschätzten 70 Millionen Menschen auf dem Gewissen hat. His great sin. Nachdem er an der Macht war, wurde er allmählich von ihr besessen. Das war sein Sündenfall. Er initiierte die großen Gesellschaftsexperimente wie den großen Sprung nach vorn oder die Kulturrevolution, ohne eine Ahnung davon zu haben, was passieren würde. Er dachte, er hätte das Recht dazu. Deshalb mussten viele Millionen Menschen sterben. Das war sein großes Problem. That was his great problem.